Hallo zusammen, ich möchte euch jetzt kurz das IdeaPad U510 von Lenovo vorstellen. Es handelt sich hierbei um ein 15 Zoll Ultrabook. Das Ganze sieht von außen sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Die Oberfläche hier ist Aluminium und sehr hochwertig verarbeitet. Schauen wir uns das Ganze einfach mal im Rundumblick an. Wir haben hier vorne zwei LEDs, einmal für den Status des Geräts, ob es an- oder ausgeschaltet ist. Das seht ihr dann, wenn es angeschaltet ist, dass die LED blinkt. Und für die Batterie, so könnt ihr auf den schnellen Blick immer den Akkustand im Auge behalten. Gehen wir mal weiter auf die linke Seite des Geräts. Fangen wir an an der Seite hier. Wir haben einen Kombi-Port für Mikrofon und Headset. Einen USB 3.0 Anschluss, der auch zum Laden von Handys und sowas geeignet ist, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Das heißt, ihr steckt einfach euer Handy an und ladet über den Akku vom Ultrabook quasi. Dazu einen vollwertigen HDMI-Anschluss, das ist auch selten bei Ultrabooks, und einen Micro- oder Mini-VGA-Port. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was es darstellen soll. Es ist auf jeden Fall ein VGA-Port. Und natürlich einen vollwertigen LAN-Anschluss. Das heißt, ihr könnt euer Netzwerkkabel direkt anstöpseln und müsst keinen Adapter dazu zu besorgen. Und wir haben hier noch einmal Lufteinlässe bzw. Auslässe, damit das Ganze auch ordentlich gekühlt werden kann. Dieser kleine Knopf hier an der anderen Seite, an der linken Seite, der ist der One Key Recovery Button. Damit könnt ihr im Ausnahmefällen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert mit eurem System, das System auf einen bestimmten Wiederherstellungspunkt zurücksetzen. Das Ganze geht ganz einfach mittels Lenovo eigener Software. Die Rückseite hier ein großes Scharnier für das Display. Wirklich schön. Das ist auch ein bisschen robuster gebaut. Auf der rechten Seite dann der Stromport. Ein Multibrenner DVD-Laufwerk, ein SD-Karten-Slot hier drunter versteckt und nochmal zwei weitere USB 2.0-Ports. Ja, klappen wir das ganze Gerät einfach mal auf, um euch das Display zu zeigen. Das sind 15,6 Zoll, wie bereits erwähnt, mit einer Auflösung von 1366x768 Pixeln und im 16:9 Format. In dem IdeaPad U510 ist eine HDD sowie eine SSD verbaut. Die SSD unterstützt Windows beim Fastboot zum Beispiel. Das heißt, der Rechner fährt schneller hoch und fährt auch schneller herunter. Der verbaute Akku soll bis zu 6 Stunden Leistung bringen. Das heißt, ihr könnt unterwegs auch mal gerne etwas länger mit dem IdeaPad U510 arbeiten. Und die Webcam, die wir gerade gesehen haben hier vorne, macht auch Videos in 720p, das heißt HD-Auflösung. Ja, das war's dann auch schon wieder zu dem Lenovo IdeaPad U510. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.